Here we go, Eligella. Oh, why always me? Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Hey Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist dieses Real Talk Video, was wir auch so einmal im Monat haben. Ihr konntet Fragen stellen, wieder. Die meisten Fragen wiederholen sich. Es geht meistens um Liebe, es geht um Geld, es geht um meine Kindheit, meine Meinung zu ein paar Sachen generell, so auch moralische Dinge. Da werdet ihr von mir immer die ehrliche Antwort bekommen, Freunde, weil ich es damals sehr gemocht habe, solche Dinge zu erfahren, weil man das vielleicht nicht so sonst mitbekommt, weil nicht so viele darüber reden. Ich teile das sehr mit der Community. Ich will da niemanden irgendwie einen falschen Eindruck vermitteln, deswegen... Ich bin sehr ehrlich zu euch. Bitte versteht das nicht falsch. Ich denke sogar, dass es für sehr viele Leute auch sehr sympathisch wirkt, wenn ich so offen darüber rede, über verschiedene Dinge, so Meinung zu irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja 100 Sachen, worüber man vielleicht im Internet doch nicht so oft redet. Wollte ich nur gesagt haben. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das cool findet. Würde mich freuen. Ein Like da. Könnt ihr was in die Kommentare schreiben, wie ihr die Videos findet oder eure Meinung zu ein paar meiner Aussagen oder so. Ich lese mir fast alles immer durch. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Komm, bevor wir reden mal noch 5 Minuten. Ich mag das Thema. Was wollt ihr wissen? Was habt ihr für Fragen an dem Streamer? Wir beantworten Fragen. YouTube oder Twitch am Anfang? Ich würde dir von Anfang an Twitch empfehlen. Safe. Twitch ist besser, Chat. TikTok erreichst du sehr viele Leute, aber diese Leute erreichst du nur so halb. Meine Meinung, persönliche Meinung. Du kriegst 10 Millionen Klicks, dann denken alle, oh, ich bin ein krasser Streamer. Monte, hier, lustigen Clip letztens von Monte gesehen und den unterschreibe ich zu 100% so. An alle TikTok-F***er da draußen, okay? Wenn ihr 200, 300.000 Follower habt, schreibt es nicht in eure verf***te Bio. Es juckt niemanden. Ihr seid Follower auf TikTok zu erhaschen ist nichts Besonderes, denn da laufen die ganzen Sonderschüler rum, die ganzen Intelligenzverweigerer. Ja, das unterschreibe ich so übrigens. Um die Kernaussage, ich würde mich für Twitch entscheiden, weil Twitch, die Leute, die dir da zugucken, die sind, die lieben dich so gefühlt oder die wollen dir auch wirklich zugucken. Oft Nachteile im Leben wegen Stream sein, zum Beispiel so Leute, die direkt negativ zu dir stehen. Ja, ein paar. Ich hatte mal eine Diskussion mit jemandem, ich sag mal nicht von mit wem, aber das ist von einem Bekannten, der Freund und so, und da hatte ich schon 100 Mal von Bekannten, die Freunden, von meiner Freundin, irgendwelche Leute, die dich dann so voll belächeln, so mäßig. Ja, kannst du das denn die ganze Zeit machen? Und du sitzt dann den ganzen Tag und spielst. Und dann so voll so sehr herablassend mäßig so, das kann ich ja auch morgen machen. Dann kannst du sagen, ja, wenn du willst, kannst du das morgen machen. Kannst du es ja mal probieren. Zu viel arbeiten? Nö. Ich bin der Meinung, derjenige, der mehr arbeitet, der wird auch später im Leben mehr erreichen. Und da Arbeit ist ein Begriff, den kannst du sehr weit ziehen. Arbeit ist auch sowas wie zum, also was heißt arbeiten? Der mehr für sein Ding macht. Du kannst ja auch dein Traum ist, Fußballer zu werden. Wenn du abseits vom Training nochmal so irgendwie dreimal die Woche laufen gehst, dann wirst du mehr Ausdauer haben als vielleicht die Leute, die weniger machen. Und das könnte dich eventuell mit ein bisschen Glück an dein Ziel ein bisschen näher bringen, so gesehen. Elon Musk hat gesagt, derjenige, der am Tag 16 Stunden arbeitet, wird mehr erreichen als der, der 8 Stunden am Tag arbeitet. Ich habe euch ja gerade gesagt, bevor mich hier wieder welche fronten, du machst keine Arbeit. Ich habe euch ja erklärt, dass es ein sehr dehnbarer Begriff ist. Was waren deine Ziele, als du angefangen hast? Ich habe angefangen, ohne damit wirklich Geld, also ich wollte damit niemals Geld verdienen. Ich wollte eine Fanbase aufbauen. Ich habe mir gedacht, Digga, wie cool wäre es, wenn Leute mit dir ein Bild haben wollen oder wenn du ein Bild hochlädst und dann kriegst du so voll viele Likes und die Leute schreiben, dass sie dich mögen. Ich habe gar nicht so weit gedacht, Digga. Es gab mal ein Gespräch, da waren wir bei Spezi. Sydney, Michael und ich zu dritt. Und dann saß ich da und ich hatte gerade meine 10.000 oder 15.000 Abonnenten geknackt. Und dann habe ich gesagt, Digga, wenn das so weitergeht, dann habe ich vielleicht in 3 Jahren 100.000 Abonnenten und es wäre so cool. Dann werde ich vielleicht auf der Straße erkannt und so. Also meine Anfangsziele waren relativ überschaubar. Ich wollte einfach nur, um ehrlich zu sein, wollte ich ein bisschen berühmt werden. Das war so mein Ziel. Aber so richtig Geld damit verdienen, hatte ich nie richtig an Dings da. No von Bro, ich mag dich wirklich sehr, aber es ist schon echt frech, dass Streamer so viel Geld verdienen, genauso wie die im Werk arbeiten an einem Band oder ein Fußballer. Und ich als Pflegekraft verdiene zwar auch nicht schlecht, aber viel weniger als die und ich soll Leben retten, finde ich schon frech. Ja, Dennis, ich weiß, ich kann deine Denkweise nachvollziehen, aber diese ganzen Sachen, wo du so viel Geld verdienst, ist das alles, die Reichweite macht's halt am Ende des Tages. Geh mal zu einem kleinen Streamer, der 100 Follower hat. Den kannst du ja auch nicht sagen, ist voll unfair, was du verdienst. Das schallert halt so rein in Reichweite, genauso wie bei Fußballer. Fußballer verdienen nur so viel Geld, weil Sponsoren so viel Kohle reinpumpen oder so fette, so krass Trikotverkäufe gemacht werden. Deswegen ist so viel Geld da im Umlauf. Reichweite ist halt da das große Problem. Aber ich weiß, was du meinst. Es ist manchmal sehr unfair, aber
Ja. Gestern hatten wir voll eine geile Diskussion im Stream, ob ich aufhören würde, für 10 Millionen Euro sozusagen zu streamen. Und ihr könnt mir jetzt glauben oder nicht, ich schwör's euch, ich würde nicht aufhören zu streamen. Ihr denkt jetzt Paulana, aber ich kann euch das erläutern. Wenn ich jetzt 10 Millionen Euro bekommen würde und aufhören zu streamen, man müsste nie wieder in seinem Leben irgendwas machen. Du kannst dir auf eine Insel gehen, auf den Bahamas, holst dir da so eine Hütte für 3, 4 Millionen, holst dir da so einen kleinen Affen Lou, dann holst du dir ein paar Kokosnüsse, den ganzen Tag damit Hula Hoop an den Seiten. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich glaube, dass irgendwann das sehr, sehr langweilig wird. Und klar, du kannst dieses Geld nehmen und irgendwo anders reinstecken und keine Ahnung was machen. Aber rein, es wäre voll dumm, weil dieses Geld wird man auch verdienen, wenn es so weiterhin läuft mit diesen ganzen Firmen. Und lieber mache ich dann halt so mein Ding, anstatt jetzt. Deswegen sage ich auch immer, dieses schnelle Geld ist dumm. Wenn man das hier jetzt, was man jetzt gerade hat, irgendwie so 3 Jahre durchhält, dann hast du dir alles, was du aufgebaut hast, immer noch und du hast das Geld. Und deswegen ist schnelles Geld nicht immer das Wichtige. Und das ist, denke ich, eine sehr authentische und ehrliche Antwort, die ihr da draußen alle nachvollziehen könnt. 50 Millionen, dann gibt es einen Host rüber zu Willi und Sydney und dann war es das eventuell. Dann sage ich, Jungs, 50 Millionen, guckt mal bei den beiden vorbei, sind nice Streamer. Wisst ihr, wie geil es ist, ein Unternehmen aufzubauen? Das macht richtig Spaß. Das ist voll geil, wie du das so siehst. Ich kann euch das perfekt bei Elevate erklären. Oder VitaWelt. VitaWelt ist noch nicht mal draußen. Leute haten, dass es nicht cool ist. Du weißt nicht, wie es schmeckt. Es ist sehr günstig. Viel günstiger als Konkurrenten. Du kannst das Design hassen. Wir announcen VitaWelt, ist haten Leute direkt. Das ist voll scheiße. Wir willst du wissen, dass es scheiße ist? Wir gründen Elevate. Alle haten, also viele haten. Erstmal ist es, das wird nichts. Niemand wird sich das kaufen. Ist Schmutz. Wieder irgendwas, womit man Geld machen will. Du willst die und die abziehen. Keine Ahnung was. Elevate geht, zack. Die ersten Leute kaufen. Wir hatten den ersten Drop, lief super. Die ganzen Hater, viele sagen, oh Gott, das ist so, weiß nicht irgendwie, wie kann man das denn machen, bla bla bla. Geht immer weiter nach oben und diese Schritte, wenn du dann cool, konstant da bist, dann diese Hater in die Fresse zu sagen, Digga, du kannst halten, was du willst davon, ist ja auch okay, jeder hat seine Meinung. Das ist so eine Genugtuung, weil Leute, die da draußen wirklich schaden wollen, und ich kann verstehen, dass bei Mode zum Beispiel, das sehr weit auseinander geht, die Geschmäcker. Ich habe übrigens die Region, wo jetzt alles kommt. Also Rewe ist deutschlandweit, bei den einen. Es kann sein, dass, wenn ihr in Hamburg wohnt, in den einen Rewe gibt es, in den anderen nicht. Kann sein. Geht einfach in die Läden und fragt nach. Ab dem 19. sollte es in dem so langsam reinkommen. Edeka, Nordregion, Minden, Hannover, am Hessenring, Rhein-Ruhr, Nordbayern, Sachsen, Thüringen, Südbayern und im Südwesten. Also in 80% von deutschen Edeka-Märkten sind wir da, in 20% nicht. Ich weiß nicht welche. In Österreich, Schweiz sind wir auch, aber nicht so viel. Das zum Thema VitaWelt. Edi, ernst gemeinte Frage, würdest du für, was ist das hier? 10.000 Euro eine Woche nicht streamen? Nein, weil das mal auch keinen Sinn macht. Finanziell und reichweitentechnisch macht es keinen Sinn. Junge, würdet unterschätzen, was da draußen alles bezahlt wird, Freunde. Du kriegst da mal teilweise 40.000, 50.000 für bezahlte Streams. Um es euch sehr eindeutig, um es euch zu erklären. Hier heute sind 1.600 Subs reingekommen. 1.600 mal 4 ist was? 6.000 noch was. Und diese Follower sind auch sehr viel wert. So ist, also ich kann dir das mit Zahlen erläutern, aber auch es macht so ohne Sinn. Ich mag ja Stream. Edi, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn andere auf einmal anfangen zu reden, wie man selbst redet? So viel von dir hat sich auch in meinen Sprachgebrauch reingemogelt. Cooles Gefühl, dass manche sich auch so kleiden teilweise wie ich. Oder halt so Sachen, hier dieses, ich hatte gestern dieses Parfüm drin, das ist irgendwie komplett ausverkauft gewesen oder halb ausverkauft gewesen. Die Leute vertrauen mir halt, das ist ein geiles Gefühl. Es gibt aber auch Leute, die das schaden wollen. Es gibt auf Twitter irgend so ein der kommentiert unter jedem Tweet extra sehr auffällig, wie kein Mensch redet. Wuselig und hier das und das und das und das. Und das macht er, um mir zu schaden, um andere damit abzufacken. Ihr würdet euch wundern, wie viele Leute hinter einen stehen, aber wie viele Leute auch einen schaden wollen. Das ist sehr, sehr scheiße. Prozente bei VitaWelt kann ich nicht drüber reden. Ich weiß gar nicht, ob man das darf. Also bei Elevate weiß ich es. Habe ich schon. Also bei, ich weiß es auch bei VitaWelt, aber bei Elevate weiß ich, dass ich drüber reden kann. Bei Elevate gehören mir 40%. Sydney gehören 40% und Vaditim gehören 20%. Bei VitaWelt ist es nochmal anders. Ich kann euch aber so viel sagen. Willi, Sydney und ich haben die gleichen Anteile. Musstest du dich eigentlich verschulden? Ja. Ich war sehr doll verschuldet sogar. Ihr müsst ein bisschen Risiken eingehen. Wir mussten 100.000 Euro einzahlen, jeweils, um die, um da alles zu bezahlen mäßig. Also nicht Firmengründung und so. Da musst du, glaube ich, 25.000 einzahlen. Aber ich musste da sehr viel Geld reinkloppen, um überhaupt den, um das war auch Risiko. Wir hatten diesen Pre-Order-Drop, dann hatten wir halt Geld und dann wollten wir halt das sozusagen weitermachen. Und wir haben dann halt mäßig
überlegt, wie viel wird wahrscheinlich weggehen. Und da mussten, wir hatten zu wenig. Das Geld von uns war auch eingefroren von PayPal, weil wir zu viel Umsatz gemacht haben. Und PayPal ist auf einem neuen Konto, fand das nicht so gut. Und da mussten wir 100k einzahlen. Das war zum Beispiel voll risikohaft. Damals lief es nämlich noch nicht so krass bei mir. Da hatte ich auch schon ein bisschen Muffensausen. Ich habe überlegt, Digga, was ist, wenn das jetzt nicht funktioniert? Dann sitzt du da, dann werden vielleicht auch von 100k 20 oder so. Meine besten Freunde sind Willi, Sydney, auch wenn das Witzer sind, Timo, Tim. Ich habe viele, auch so Pepe und so, aber Timo und Tim kenne ich halt schon. Also wenn ich vier Stück, sagen wir mal, dann Timo, Tim, Willi, Sydney. Pepe auch, aber Pepe kenne ich nicht so lange wie die. Aber Pepe weiß auch alles. Ja, nee, Ada, ich mag, es sind alles Kumpels, aber es sind nicht so, wo ich sage, das sind meine besten Freunde. Also wie viele beste Freunde habt ihr denn? Also ich finde vier schon viel. Aber ich empfehle euch auch immer, Freunde, den Kreis klein zu halten. Niemals so krass viel Freunde an euch ranlassen. Es gibt nämlich auch nicht nur in dieser Influencer-Szene, sondern auch natürlich bei euch da draußen viele Leute, die euch nur ausnutzen wollen oder irgendwie euch verarschen oder schlechte Freunde sind oder so. Sowas gibt es. Haltet euren Kreis klein und es ist auch nicht schlimm, wenn ihr nicht viele Freunde habt. 1, 2, 3 Freunde reichen komplett aus. Besser als so 15 Bekanntschaften, wo dann die Hälfte falsch ist, die Hälfte gönnt ihr nicht mal irgendwas oder verarscht dich oder so oder ist gemein zu euch. Auch dieser Call mit genießt eure Schulzeit, das sagen immer eure Lehrer zu euch und eure Eltern und ihr denkt euch, boah, nervt mich nicht. An alle Schüler da draußen, glaubt mir, die Schulzeit war eine der coolsten Zeiten meines Lebens. Ihr seht jeden Tag eure Freunde oder ja, wir haben gerade über das Thema Freunde geredet, aber wenn ihr, sobald ihr 18 werdet, alles was ihr, es kostet gefühlt alles Geld. Das Leben wird vor Ernst ab 18, 19 gefühlt, finde ich persönlich. Hast du schon mal wegen Zahlen mentale Probleme gehabt? Zum Beispiel, wenn du mal weniger Viewer oder mal ein Bild weniger Likes hast als normal, gelingt es dir, die Zahlen auszublenden oder findest du es wichtig, auf die Zahlen zu achten? Also an Zahlen kannst du halt sehen, wie gut Sachen ankommen. Ich hatte mal eine Phase, wo ich sehr doll auf Zahlen geachtet habe. Das war aber länger her, vor anderthalb Jahren. Da bin ich immer sofort offline gegangen, sobald ich gemerkt habe, dass die Viewerzahlen runtergegangen sind, weil ich unbedingt in diese Top 10 wollte von diesen Streamern, aber das war echt nicht so gesund. Ich bedanke, es kommt vielleicht manchmal so rüber, weil ich mich oft bedanke, wegen, oh, hier sind jetzt, keine Ahnung, 35.000 Zuschauer oder danke für 26.000 Subs oder danke für 925.000 Follower. Aber da kann ich euch die Hintergrundgeschichten erzählen oder ich bedanke mich auch oft nach dem Stream mit so einem Bild, wo die Zahlen stehen. Ich kann euch da zwei Gründe sagen und die sind sehr real und die könnt ihr jetzt auch sehr gut nachvollziehen. Erster Grund, weil ich mich wirklich bedanken möchte, dass ihr meinen Stream geguckt habt. Das ist nicht selbstverständlich. Zweiter Grund, wenn jemand den Stream nicht geguckt hat und es sieht, dass da, keine Ahnung, der hatte 30.000 Zuschauer. Was hat er da gemacht? Das muss ich mir mal morgen angucken. Versteht ihr? Schlau im Leben. Also, aber ich bin nicht traurig, wenn ich weniger Zuschauer habe oder mehr. Also ich freue mich, wenn ich mehr Zuschauer habe. Das wäre gelogen, wenn ich nein sagen würde. Aber so richtig down war ich noch nie. Aber ich muss dazu sagen, ich hatte auch noch nie so eine Phase, wo meine Zahlen, die gingen eigentlich immer weiter hoch. Aber wenn das so passiert, dann ist es so. Dann wird es auch so sein. Aber so, du kannst nicht das halten, was du jetzt... Ich kann nicht 30.000 Subs halten. Das geht nicht. Ich kann auch nicht konstant 30, 40, 50.000 Zuschauer halten. Das wird auch sehr schwer. Ich will einfach meine Community, die immer einschaltet und gut ist. Was war das finanziell stärkste Angebot, was du abgelehnt hast? Das waren, kann ich dir sagen, 70.000 im Monat, 12 Monate lang. Wie viel ist das? 840.000. Aber ich sag mal nicht von wo. Aber ich lehne täglich Sachen ab für sehr viel Geld, weil das nicht so zu mir passt. Aber ihr denkt, das ist voll dumm. Dann hättest du jetzt 840.000 oder du hättest viel mehr Geld. Ich sag euch, das stimmt nicht mal. Die Leute denken falsch. Wenn du das machst, hast du relativ kurzfristig dieses viele Geld. Aber auf lange Sicht würdest du mehr Geld machen und die Leute nicht abfacken. Plus authentisch bleiben, also nur positive Sachen, wenn du ein bisschen Geduld hast und in deine eigene Community beliefst halt so. Wenn ich jetzt Werbung für irgendwie Casino mache, da schade ich wahrscheinlich ein paar von euch. Da würde ich wahrscheinlich Millionen bekommen. Aber ich würde keine anderen Partnerschaften mehr bekommen wegen Casino Deals, so wie ich das, also was mir so gesagt wurde, so von meinem Management. Das würde nicht zu mir passen und ich würde sehr viele meiner Zuschauer verlieren. Und diese 5 Punkte würden sich über Jahre gesehen negativ auswirken. Und deswegen lohnt sich das nicht mal. Größte Angst, abgesehen irgendwas mit deiner Familie. So irgendwie, wisst ihr, bevor ich übelst Angst habe? Irgendwie mal so ein Unfall oder so. Also jetzt abseits von der Familie, da brauche ich ja irgendwie so einen Unfall und dann sowas passiert ja so, dass du nicht mehr laufen kannst oder sowas. Das stelle ich mir so schlimm vor. Deswegen passt auch auf und Real Talk, ihr seid nicht cool, wenn ihr betrunken oder besoffen oder bekifft oder so. Autofahrt, das ist nicht cool. Und wenn irgendeiner da draußen nach Hause gefahren will und ihr da ein bisschen was Intos habt, lasst das. Bestellt ihr ein Taxi, geht mit ihnen hoch und dann macht das Ding da. Das ist krass, wie schnell ihr euer Leben f***en
könnt. Fahrt mal betrunken Auto und macht einen Unfall und dann stirbt da jemand. Wisst ihr, wie ihr im Arsch hier seid? Ihr geht wahrscheinlich im Knast wegen fahrlässiger Tötung. Glaube ich, ich bin kein Anwalt, ich kenne mich damit nicht, aber sowas gibt's. Das ist schlimm. Eli, wie warst du eigentlich in der Schule? Also Noten her, Weird Talk. 7., 8., 9. scheiße, 10. okay, 11., 12. Gut, okay, ein bisschen über normal. 7., 8., 9. komplett Müll. Ich hatte richtig viele 4 und so, 5, aber weil ich auch voll oft so einfach nur Scheiße gebaut habe in der Schule. 10. war es dann okay, habe da MSA gemacht und so und dann habe ich dann halt ein Fachabi gemacht, so. Völlig normal, Otto-Normalverbraucher. Ich habe mich nie so für die ganzen Fächer interessiert, muss ich sagen. Ich finde auch, das Schulsystem ist eigentlich komplett für den Arsch, aber das haben wir ja schon mal durch. Melinas Lehrerin, die macht mich jetzt wieder an. Nein, ich meiner Meinung nach schon. Arbeitet deine Familie noch oder sorgst du für sie? Mein Vater arbeitet noch. Mein Vater ist Macher, habe ich schon oft erzählt, ist Manager. Ist Logistikmanager bei Coca-Cola. Meine Mama arbeitet nicht mehr und meine Mama gebe ich Geld. Ich gebe eigentlich allen Geld, außer meinem Vater. Mein Vater braucht es nicht. Mein Vater ist sehr gut im Leben. Meine Schwester kriegt Geld. Meine Schwester arbeitet für mich, offiziell. Meine Schwester ist meine Sekretärin. Ich kaufe jetzt auch, oder ich hole meinen Bruder und meiner Mutter, hole ich jetzt eine Wohnung. Ich unterstütze sie schon sehr doll, würde ich sagen. Ich habe auch noch nie zu irgendwas Nein gesagt. Immer wenn die irgendwas wollen, dann hole ich es denen logischerweise. Ich gebe mehr Geld für meine Familie aus als für mich. Safe. Hundertprozentig. Außer Auto-Wohnung. Auto-Wohnung kostet bei mir 5.000. Dann hole ich mir eventuell nochmal ein bisschen was zu essen. Dann hier mal eine Jacke oder so. Aber allein monatlich, ich glaube, meine Eltern, also meine Familie so im Monat zwischen 15.000 und 30.000. Kommt ein bisschen drauf an. Und mein Vater, der will kein Geld von mir. Wirklich, mein Vater geht super. Wie verdienst du im Monat? Das kann man so nicht sagen. Ich habe euch das ja schon mal erzählt. So, mir war das auch unangenehm. So mit Kontostand ist nochmal was anderes als wie viel verdienst du. Und das kannst du bei mir wirklich nicht sagen. Das habe ich ja schon mal erzählt. Das variiert so krass, ob man Gewinnausschüttungen macht, ob man irgendwas anderes macht. Also wenn man das hochrechnet so in den letzten 12, dann sind es so, weiß ich nicht. Wir sind ja jetzt hier sehr transparent, okay? Ich habe euch nämlich das auch alles zu verdanken, das kann man mal so sagen. Es ist was zwischen 2,5 und 4 Millionen ungefähr, um den Dreh. Davon gebe ich nichts aus, gefühlt, außer halt mal so ein paar sinnlose Sachen. Deswegen sage ich ja auch immer, und davon muss ich dazu sagen, lege ich fast alles an. Ich kann euch sagen, wie viel hier, zack, ich habe 1 Million in Aktien reingekloppt. Netto? Nee, brutto. Kommt wirklich darauf an, wir könnten morgen eine Gewinnausschüttung bei Elevate machen für 200.000 und dann hast du halt im Monat, weiß ich, hast du 70.000 mehr verdient als letzten Monat. Also das könnte man theoretisch machen, aber man muss halt sehen, wie man das macht. Und deswegen kann ich das pro Monat nicht sagen, das variiert übertrieben krass. Sowas sagt man nicht, Edi. Aber Melina, ich hab denen das alles zu verdanken und ich finde das nicht mal schlimm, wenn man so über Zahlen redet, wenn das so sehr transparent ist und so nicht auf dieses voll Protzige rüberkommt. Ich hasse das, wenn jemand so richtig angibt, aber ich rede ja eigentlich nie so, also ich habe noch nie, seht ihr mich jeden Tag irgendwie mein Auto in meiner Insta-Story abfilmen oder meine Uhr? Digga, in meinen Insta-Stories sind irgendwelche dummen Bilder von mir, weil ich da immer noch, also hört sich so krass klischeemäßig an, aber ich habe mich nicht verändert. Das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die meisten Leute mich mögen, weil ihr merkt das ja. Ich zeige mein Auto fast nie, also auch protzig manchmal schon oder die Uhren oder irgendwie, ich gebe nie an. Das ist halt, das ist was anderes und ich habe euch das ja auch zu verdanken und bei Fußballern steht ja auch drin, was sie verdienen oder so und ich finde es fair, euch das mal so zu sagen, weil euch, ich bin euch das ja dankbar, aber ich kann euch jetzt schon mal sagen, durch Streaming und YouTube ist es vielleicht ein Viertel, das meiste kommt wirklich, das ist sehr unterschätzt über Partnerschaften. Partnerschaften, Partnerschaften, Elevate und Fokus mache ich keine Gewinnausschüttungen. Fokus ist eher eine Herzensangelegenheit, also mit Fokus werde ich auch nie wirklich so krass viel Geld verdienen wahrscheinlich, außer ich verkaufe irgendwann meine Anteile. Da feiere ich das einfach so, wie geil das bei Fokus ist. Und nochmal so das letzte zum Thema Geld, weil ihr fragt die ganze Zeit Geld, Geld, Geld. Ich habe euch jetzt erzählt, Chat, was so ungefähr in einem Jahr ungefähr rüberkommt, kann aber sehr variieren. Ich habe sehr großen Respekt vor den Leuten, die das erzählen öffentlich. Ich glaube nämlich, viele oder ein paar machen das nicht, weil sie Angst haben, dass man dadurch nicht mehr Support bekommt. Viele könnten jetzt denken, oh, der verdient ja gut Geld, warum sollte ich da jetzt eine Spende da lassen oder einen Sub oder so? Aber ich glaube, das ist genau umgekehrt. Ich glaube, wenn du das machst, fühlen die sich noch mehr zu dir hingezogen und das nochmal dazu, um das festzustellen, um das nochmal so zu sagen. Ich erzähle euch immer alles. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, ist so Kontostand, weil das kann ganz weird flexig rüberkommen. Deswegen will ich das nicht erzählen. Aber ihr merkt es ja auch über die Art und Weise, wie ich das sage, dass ich versuche, euch das schon so klar zu machen, dass das halt wirklich Kohle nicht alles ist und dass ich euch da sehr dankbar bin und keineswegs irgendwie versuche, keine Ahnung, ihr wisst, glaube ich, was ich euch sagen will. Arbeitet dein Bruder auch für dich? Ja, mein Bruder arbeitet bei Elevate. Wie findest du die aktuelle Twitch-Streamer-Community? Finde, das hat so eine krass positive Entwicklung genommen mit den ganzen Events etc. Gefühlt gab es früher viel öfter
Beef. Ja, ich glaube auch, dass die Leute mittlerweile viel besser zusammenarbeiten. Ich hatte früher das Gefühl, dass da voll Auge gelegt wurde. Mittlerweile macht jeder bei jedem Event mit. Ich lade bei den ganzen Eli Geller Cups viele verschiedene Streamer ein, die unterstützen mich damit. Wenn da so zum Beispiel so ein InScope kommt zum Eli Geller Cup oder so ein Sascha oder Knossi oder Knossi mit den Angelcamps, da gehen auch viele hin. Monte jetzt mit seinem COD-Turnier. Viele Streamer machen damit. Du könntest ja auch so denken, boah, nee, ich mach da mal nicht mit. Dann lasse ich meine Community sozusagen auf ihn los und vielleicht findet meine Community ihn ja cooler, so in der Art. Teammates, krass. Teammates, alle machen bei Teammates immer mit. Teammates, super geil. Ich habe das Gefühl, die unterstützen sich alle viel mehr. Guck mal, wir streamen alle zusammen. Mickey heute in Among Us. Pummelparty mit Rohat Monte. Wir spielen zusammen Fortnite. Wir spielen zusammen Formel 1. Gamer Brother, ich, die Teasies. Also wir sind alle so connected. Das ist viel cooler. Und deswegen entstehen auch, glaube ich, weniger Beefs, weil du einfach miteinander viel mehr zu tun hast. Glaube ich. Sommerurlaub geplant mit Willi und Sid? Ja, ich will zweimal in Urlaub diesen Sommer. Einmal mit Willi und Sydney. Wissen noch nicht wohin. Und einmal auf jeden Fall mit Melina. Vielleicht sogar zweimal mit Lina. Aber halt nicht so. Also ich bin weg 14 Tage. 14 Tage lang wird es keinen Stream geben. Also zweimal irgendwie. Einmal eine Woche und einmal auch eine Woche. Vielleicht 17 Tage. Eine Woche und drei Tage. Mit Melina. Habe ich Lina gesagt? Mit Melina wollte ich nach Thailand oder so. Und mit Willi und Sydney auch. Ich will eigentlich nicht in Europa bleiben. So Bali oder so wäre geil. Ich habe keinen Bock auf so dieses typische Ibiza, Mallorca. So. Das war jetzt okay, die letzten Jahre. War ganz lustig, aber mich fucken da so dieses. Ich will einfach mal so ein bisschen chillen auch. So meinen geilen Urlaub, klar, auch mal so ein bisschen was trinken und so. Und da aber so nicht in Europa. Und einmal gehe ich mit Melina nach Griechenland zu ihrer Familie. In Parga. Gönn die 3-4 Wochen. Ja, es ist alles okay. Ich brauche echt eine Woche und so 3-4 Tage. So ist der Plan. Jannis Fokus. Da gibt es ja viele Spekulationen. Ich kann euch sagen, wir werden keine anderen Fortnite-E-Sportler holen, weil wir sehr zufrieden mit unserem jetzigen Lineup sind. Kylie, Vortex und Karma und halt Timmer als Content Creator und so halber E-Sportler. Sydney als Content Creator und ich so als nächster Profi. Wir sind super zufrieden und voller Fokus, kann ich jetzt hier öffentlich sagen, liegt bei Vadial und bei Reason. Wir wollen gerne beide holen. Ich kann euch eins sagen, ich habe letzte Woche mit 4 Influencern telefoniert und das ist nicht gelogen. 4 sehr, sehr große Influencer, die gerne zu Fokus kommen wollen. Die haben mich angerufen und haben gesagt, dass sie gerne kommen wollen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Dann werden wir im FIFA-Bereich uns auf jeden Fall weiterentwickeln. Valorant mal gucken. Valorant rasieren wir halt momentan, aber vielleicht gibt es dann nochmal irgendwie was Neues. Mal gucken. FIFA müssen wir ein bisschen noch was, ich sag nicht, also wir wollen auf jeden Fall ein bisschen breiter aufgestellt sein. Wir wollen nicht, wie in diesem Jahr, 2-3 E-Sportler haben, sondern wir würden gerne 5 haben, sowas in der Art. Damit wir einfach abgesicherter sind. Und ja, also mit Fokus wird es auch krass dieses Jahr. Neues Game? Nee, neues Game nicht. Wir haben 3 Games und da wollen wir in den nächsten Jahren uns für die WMs die ganze Zeit qualifizieren. Valorant wird, glaube ich, am schwersten. Ich glaube, in Fortnite kriegen wir das hin, dass einer von uns da qualifiziert ist. Und in FIFA muss das passieren. FIFA muss das passieren für die nächsten Jahre. Wir haben auch schon mit den, wir haben jetzt letzte Woche angefangen mit E-Sportlern in FIFA zu reden. Und wir haben angefangen mit FIFA-E-Sportlern und mit den Creatern halt auch. Aber das dauert noch lange. FIFA wird aber ein bisschen vernachlässigt, habe ich das Gefühl. Dave, das liegt daran, weil es keine Turniere gibt. Hast du gesehen, was da los war, als DFB-E-Pokal war? Da habe ich mir, das ist das einzige Spiel, was ich mir on-stream angeguckt habe. Weil in Valorant fühle ich so die Caster nicht, die das machen, so richtig. No front, ist ja meine Meinung. Und im DFB-Pokal habe ich das komplett supported. Es gibt halt leider keine FIFA-Turniere, deswegen geht es so unter. Was soll ich machen? Soll ich reposten, wie Mo 18.1 geholt hat in der Weekend League? Das ist halt das große Problem. Das ist so scheiße. FIFA E-Sport ist leider einfach nicht so gut. Und ich merke das mit Valorant extrem. Glaubt mir, Valorant, hier hört ihr es jetzt, wird in den nächsten Jahren in Deutschland E-Sport-technisch so krass abgehen. Das ist unglaublich. Wie die E-Sport aufziehen, ist krass. Das wird jetzt kommen in den nächsten Jahren. In Europa ist krass, was, also, wenn du schaffst, als Org dich für die WM zu qualifizieren, war es letztes Mal so, dass du alleine Millionen bekommen hast für die Quali. Du hast Millionen bekommen dafür, dass du dich qualifiziert hast. Das musst du dir mal überlegen, wie geisteskrank das ist. In FIFA kriegst du $750, wenn du dich für die WM qualifizierst. Da können sie auch einen scheiß Eli Geller Cup spielen. Okay, hier, letzte Frage, ob ich eifersüchtig bin. Tatsächlich nicht so doll, kaum. Eifersucht, ein bisschen eifersüchtig bin ich, klar, sonst wäre es auch nicht gesund, aber so krankhaft eifersüchtig bin ich nicht, ne. Bin ein bisschen angefressen, wenn da irgendwelche
irgendwelche Typen Melina angucken, so, dann denke ich, Digga, wo guckst du hin, du da? Aber so, du schickst mir jetzt ein Bild, wo du gerade bist. Oder warum bist du nicht zu Hause? Oder du gehst nicht mit deinen Freundinnen raus. Du gehst nicht jetzt dahin. Zieh dir mal das und das an. So bin ich nicht. Aber so ein bisschen eifersüchtig kann man schon gut sein. Aber ich bin jetzt nicht so doll eifersüchtig, muss ich sagen. Ist so eine gesunde Eifersucht. Melina ist eifersüchtig, ja. Melina ist eifersüchtig. Nee, stimmt nicht. Also wenn du nicht eifersüchtig bist, dann bin ich absoluter Top 100 Spieler in Fortnite. Das kannst du mir ja nicht erzählen. Ich habe Stories über die Frau, Freunde. Das ist der Knüller. Du bist, sie ist schon eifersüchtig. Aber jetzt auch nicht so krankhaft eifersüchtig. So dieses, nein. Aber die Frau, die kann auch schon, ne, die ist da auch teilweise schon, ja, die achtet da auf ihren Edigeller. Geht. Nein. Auf einmal, guck mal, ihre Nachricht war, nee, stimmt nicht. Und jetzt ihre nächste Nachricht geht. Wer von Willi und Sid hat als erstes angefangen zu streamen? Und wie ist es, wenn man sieht, dass es bei den Bros auch gut läuft und ihr alle zusammen Business macht? Sydney hat, glaube ich, als erster angefangen. Sydney war der erste von uns. Ich glaube, dann kam Willi und dann kam ich erst. Ich war der letzte von uns dreien, der, glaube ich, angefangen hat zu streamen. Ist geil. Ich gönn's dir. Auch wenn es manchmal so rüberkommt, als wenn ich die nicht mag. Teilweise fucken die mich wirklich doll ab und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie doll. Sydney in Among Us ist wirklich Staatsfeind Nummer 1 bei mir. Ich kann das nicht. Es liegt an seiner Stimme, glaube ich. An seiner Stimme, an seiner Redensart. Ich könnte da ausrasten, wenn er redet. Wirklich. Willi fuckt mich manchmal auch ganz schön doll ab, muss ich sagen. Ich muss auch dazu sagen, dass ich die beiden liebe. Das meine ich ernst. Ich bin sehr froh, die als Freunde zu haben. Die sind auch immer für mich da. Aber es sind Wichser. Das kann man mal dazu sagen. Aber wir unterstützen uns gegenseitig. Wir sind zu dritt ein gutes Team. Ich denke, dass so schnell uns nichts auseinanderbringen wird, außer vielleicht, wenn da irgendjemand irgendeine komplette Scheiße macht mit Kohle oder so. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sind alle drei nicht so. Ihr merkt es ja, wir drei sind nicht so krass so Geld, so dass wir uns da verarschen würden. Frauentechnisch können wir uns da auch nicht in die Quere kommen. Das heißt, das ist super zwischen uns drei. Ich gönn's denen auch sehr doll. Man kann auch dazu sagen, viele sagen immer, dass Willi und Sydney wegen mir auch viele Zuschauer haben oder viele Insta-Follower. Da kann ich dazu sagen, dass ich wiederum auch viele Zuschauer und Leute mich mögen wegen den beiden. So, die sind ja bei mir im Stream. Mein Stream profitiert ja auch übertrieben von den beiden, wenn die bei mir drin sind und irgendwie rumschreien. Deren Stream profitiert von mir, wenn ich da drin bin. Das ist gegenseitiger Support. Und ihr könnt entscheiden, wie ihr das findet. Ich finde es super geil. Und wir unterstützen uns zu dritt. Sydney Friede ist im Privatleben ein absoluter Knecht und unzuverlässig. Wirklich doll schlimm. 15 Uhr sollt ihr euch treffen. Ich schwör's euch, es kann sein, dass er 16 Uhr nicht da ist. Ich komme auch manchmal zu spät, aber der Typ ist nochmal ganz eine komplett schlimmere Stufe. Auf den kannst du dich auch nicht verlassen. Privat, ganz sage ich euch auch ehrlich. Aber ich muss sagen, Sydney kam fast, ich glaube, er kam noch nie richtig zu spät zu einem Business-Meeting. Wenn es um irgendwas geht, wo wir meinten, so hier nicht privat irgendwas, da kannst du dich auf ihn verlassen. Was Sydney in seinem Privatleben macht, das kann er selber entscheiden. Da ist er halt ein bisschen lost, genauso wie ich. Aber ich muss dazu sagen, Sydney, weil er hat gut sein Fett wegbekommen damals bei dem Fokus-Ding. Bei den El Clasico-Ding. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er mal ein Business-Meeting irgendwie verkackt hat. Er macht ja auch viel für Elevate und deswegen ist da alles super.